was bisher geschah. Wenn man das ausstimmt, ja, musst du aufpassen, dass du nicht tiefer kommst wie die 5-Zentimeter-Linie. Das, was überstippst, nicht so schlimm, das kannst du mit Hubel noch abraspeln, schöne hier. Im Nachhinein wird das einwandfrei. Wie das passt. Oh, herrlich. Das kannst du anhand der Zeichnung erkennen. Wenn man eine Zeichnung lesen kann, natürlich. Anzeichnen, ausschneiden, ausstimmen, fertig. Siehst du das? Oh, das darf nicht passieren. Ein dreifaches Klopf, Klopf und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge. Wir bauen die Holzkonstruktion für das Dach, Schrägstrich, Wohnzimmer, Schrägstrich, YouTube-Zimmer, Schrägstrich, Büro. Der Erik macht schon seinen Hobel einsatzbereit, denn heute wird gehobelt. Heute wird mit Feuer gespielt und heute wird so lange gerubbelt auf dem Holz, bis eine geile Maserung entsteht und das Holz genau die Optik bekommt, wie wir uns das wünschen. Ich schlage euch einmal vor, ihr setzt euch jetzt ganz gemütlich auf eure Couch, nehmt das Handy in eine 90-Grad-Stellung, setzt eure Kopfhörer auf, dann lassen wir die Gebirgsklänge der Alpen langsam in das Gehör einklingen und der Erik wird mit seinem Hobel das Holz so lange massieren, bis es blutet. Eieiei, Erik, was war das denn jetzt für eine Hobelaktion? Da war auf jeden Fall zack dahinter. Jetzt geht's außer dem Teil, wo man im schlimmsten Fall die halbe Halle abfackelt. Wer schon mal bei uns im letzten oder vorletzten Video gesehen hat, war unsere erste Idee, das anzuflammen, dass das so aussieht und dann mit so einem kleinen Schwamm dann noch ein bisschen abschleifen. Und dass das so einen rustikalen Look bekommt, weißt du, das muss auch ein bisschen schick aussehen. Aber das sieht ein wenig fleckig aus und hat einer von euch da draußen, ihr schlauen Köpfe, in die Kommentare geschrieben, macht das Holz doch einfach mal richtig schwarz und geht mit einer Drahtbürste drüber. Und weil wir natürlich euch da draußen erstmal nicht vertrauen, machen wir erstmal an ein Probestück schwarz und Vollgas und sind mal gespannt, ob das funktioniert. Erik, das kannst du mit rumspielen, ja. Also man sieht schon, es verfärbt sich langsam. Wenn das stimmt, was einer von euch da draußen geschrieben hat, soll das noch rustikaler aussehen. Und vom Prinzip her könnte das natürlich auch funktionieren. Da natürlich die unteren Schichten wären schwarz und dann kann man mit der Drahtbürste dann die obere Schicht zwischen den ganzen feinen Holzschlitzen wieder rausschnitzeln. Und dann müsste das natürlich edel aussehen. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist das schon schwarz genug? Also auf der Kamera sieht das schon aus wie so eine verkohlte Pizza. Stinkfrei. Obwohl, sieht gar nicht. Ja, die vielleicht ist die wieder zu, warte mal. Der Kommentar war auf jeden Fall Gold wert. Man sieht es nur am Vergleich. So sieht das aus, wenn man einfach anbrennt und einfach mit den mit Schleifpapier drüber geht. Und wenn man so, ja, das sieht man schwer. Aber so ist die Technik, anbrennt, bis es schwarz ist und dann mit der Drahtbürste drüber. Ja, jetzt sieht man's. Ja, sieht besser aus. Gut, also jetzt wird gezündelt, jetzt wird gemacht, jetzt wird die Bude abgebrannt, Erik.
Servus, Pfirti. Der Balken ist jetzt fertig. Also, da, also optisch wirkt das richtig geil. Nochmal vielen, vielen Dank für die Info, den Balken wirklich schön schwarz zu machen und dann mit der Drahtbürste drüber zu gehen. Also wirklich, das sieht jetzt wirklich... Jetzt fehlt aber der letzte Schritt. Es gibt noch einen einzigen Schritt, dann ist die Holzkonstruktion fertig. Und die erklärt jetzt der Erik, denn wir reisen jetzt 200, 300 Jahre in der Zeit zurück. Denn wir nutzen jetzt eine Verbindungsmöglichkeit. Die haben schon die Pyramide genutzt. Die Pyramide? Aber das ist länger wie 200, 300 Jahre her. Erik, erklär mal. Na, wir machen jetzt hier quasi einen Holzdübel durch. Das sehen wir bei den anderen, den wir schon mal gebaut haben, sieht man das ganz gut. So ein Holzdübli geschnitzt. Da mache ich dann noch einen aus diesem lustigen Stück Holz. Und dann müssen wir erstmal Loch bohren. Erstmal mit dem 10er vorbohren, dann haben wir mit einem fetten, ich glaube 16er Bohrer habe ich da genommen, durchbohren. Und dann können wir den Neidloppen, wenn wir dann fertig haben, denke ich. Das ist jetzt der Plan. Ich habe ihn schon angezeichnet, sieht man nicht mehr gut. Hier ist ein kleines Kreuzel in der Mitte. Und da haben wir mal Loch bohren. Hast du eine gewisse Wunschgröße, die du erreichen willst? So ein bisschen dicker ist wie 16. Und halt ein länger wie 10 cm. Und dann ist da ein bisschen auf Press drin ist, weißt du? So sieht er jetzt aus hier. Ja, ein kleines Stück Holz. Der ist ein bisschen konisch gemacht, also der ist vorne ein bisschen dünner und hinten ein bisschen dicker. Damit er nämlich auch rein geht, und dann müssen wir jetzt rein brechen und hoffen, dass er durchgeht oder nicht. Naja, jetzt ist auf alle Fälle, wie man sehen kann, wunderhübsch verbunden. Schneiden wir das mal ab, das überstehende Stück, und dann ist das gut. Schön, wie es aussieht, ne? Und schon ist das zweite Teil fertig. Richtig geil. Und das dritte folgt zugleich. Nein, Spaß. Das dritte Teil werden wir ohne Kamera fertigen, weil das ist ja langweilig. Das dauert einfach auch viel zu lange. Mit den geständigen Füllen machen und tun, das dauert einfach viel zu lange. Und das, die letzte Szene, die ihr gerade gesehen habt, war ja das mit dem Dübel, mit dem Holzdübel. Und wir hatten uns zuerst gedacht gehabt, dass wir an alle drei Punkten ein Holzdübel reinmachen. Macht aber im Endeffekt keinen Sinn, weil es aufgefallen ist, dass wir das im ausgebauten Zustand erst an die Wand ranbauen und dann die anderen Teile ranmachen, weil man kommt einfach hier nicht mehr mit einem Akkuschrauber dazwischen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen einfach für die Optik und weil es Erik mal ausprobieren wollte, ein Holzdübel an einer Position. Ja, das ist auch die einzige Stelle, die man eigentlich sieht im Nachhinein. Das stimmt auch wieder, weil hier oben ist Dach drauf, hier unten ist Dach drauf, also der Balken drauf vom Dach. Und das sieht man ja nicht, von daher brauchen wir natürlich das auch nicht. Und ja, das war's aber. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt so einen Balken nachbauen und euch ein eigenes Dach errichten. Im besten Fall, oder? Ja, man kann es ja an anderen Stellen anwenden. Na, wo denn noch? Bilderrahmen kannst du so bauen, am Ende so ähnlich. Also wenn du einen Bilderrahmen brauchst, der was hält, dann schön 10x10 Bilderrahmen. Nee, aber Technik, ja Mensch. Ja, Junge. War doch nur ein Späßle, wa? Gut. Gale oder ach, keine Ahnung, alles kannst du. Also man kann, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zum Beispiel euch ein Haus bauen wollt, ne, und habt Fragen, wie man das Haus bauen möchte, dann schreibt von Erik an, sein Instagram-Kanal werde ich jetzt mal unten verlinken. Und Erik wird euch dann zu Hause besuchen kommen und euch gemeinsam dann das Haus aufbauen. Nein. Nicht? Wohl. Für genug Geld vielleicht. Ja, jetzt kommt wieder das Geld. Gut, Freunde, das war's auch vom heutigen Video. Wenn ihr das Video interessant fandet, dann zeigt es mit einem großen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Bastelvideo wieder, wenn wir die Balken an die Wand befestigen. Das wäre der nächste große Schritt. Oder?
Denke ich. Und dann gibt es auch bald das Richtfest. Richtfest. Weil wenn das Dach natürlich fast steht, dann gibt es ein Richtfest. Da werden wir die halbe Stadt einladen und dann werden wir gemeinsam einen trinken. Und ich wünsche euch einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.